Und damit begrüße ich dann meine Fans, meine Zuschauer auf YouTube zurück. Schön, dass ihr auch diese Folge wieder dabei sein möchtet. Kurz einen Schluck trinken. So, wir waren in der letzten Folge in dem Gebäude. Was steht denn da? Do not block. Ach so. Ah, hier geht's schon mal nicht weiter. Das ist gut zu wissen. Ja, dann wissen wir jetzt auch, wo es lang geht. Hinten die Leiter hoch. Aber ich will noch in den Laden hier rein, wo die zwei Klicker waren. Erstmal gucken. Drei Stück sind da drin. Okay. Oh. Vier. Was habe ich? Munition. Nein. Munition wechseln will ich. Warum, Elli? Warum Mist? Der Fall ist zerbrochen, okay. Komm ich jetzt so rein? Ich hätte gerne eine Flasche. Nur zu notfalls den an den Kopf zu werfen.
Eins ist tot. Nummer zwei hat es mir ein bisschen gebrutzelt. Lauf! Verdammter Scheiße. Alles gut, Ellie. Alles gut. Es ist gar kein Tuch da oben im Boden. Schau mal da oben. Alkohol ist voll. Moment. Okay. Haben wir voll. Halt. Die Stofffetzen da noch. Okay, keiner drin. Lecker Bildchen. Oh, ich brauche Klebeband. Da waren wir drin, da waren wir drin. Da hinten waren wir drin. Der hat einen Brief bei sich gehabt. Wutz, hier die Liste der Deserteure. Ji So Hang, haben wir eben gelesen, ihre Notiz. Oder bei mir eben, bei euch war es in der letzten Folge. Weiblich 1,63 Meter asiatisch. André Dominguez, männlich, 1,70 hispanisch. Lalalala. Wir wissen, dass unter den Vorräten, die sie gestohlen haben, Waffen sind. Seid vorsichtig. Wir möchten sie zwar lieber lebend schnappen, aber riskiert nicht euer Leben. Ihr habt meine Erlaubnis, sie beim kleinsten Anzeichen von Gefahr zu erledigen. Wenn sie hier weg wollten, hätten wir uns etwas überlegen können. Aber desertieren in Kombination mit Klauen können wir nicht tolerieren. Wir müssen ein Exempel statuieren. Dein Überleben sei lang und dein Tod sei schnell. Viel Glück, Isaac. So. Wo ging das jetzt? Die Treppe hoch da, ne? Genau da. Hier hinten haben wir uns aber noch gar nicht umgeguckt gehabt. Na gut, gibt auch nichts zu sehen. Da gegenüber.
einfache Methode. Ohne Springen. Okay, aber da auf der Seite scheinbar. Warum ist denn hier ein Seil gespannt? Tragen? Irgendwo muss ich da dran bringen, dran anbringen. Verdammt, da drin gibt's was zu holen. Da geht's nach unten. Nö, das war's nicht. Kann doch da nicht sein. Rutscht da runter. Ah, Moment mal eben. Ui, wow, nicht runterfallen. Ja, ist ja schön und gut. Ich glaube nicht, dass ich von da unten rankomme. Aber das könnte es sein. War das Schwingen jetzt R1, ne? Ja. Okay, das haben wir. Hm.
Ist hier noch eine Tür? Nein. Da muss ja doch da hinten irgendwo so weitergehen. Okay, wenn sie sagt, das hätten wir, dann sind wir hier fertig. So. Dann haben wir hier doch alles. Momentan. Müssen wir mal gucken, wie wir hier reinkommen. Ja, haben wir noch nie geguckt. Oh, die Tiefgarage ist auch verschlossen. Ah, doch nichts. Der Wagen hier, der steht da so günstig, zwecks Hochklettern, da muss ich jetzt aber mal gucken. Ha. Hab ich's nicht gesagt. Und dann ist da kein Loot drin. Oh, was ist das denn hier? Bevor wir da durch eine der Türen gehen, gucken wir uns hier natürlich alles in Ruhe an. Liebling, ich habe alles gepackt, aber die Fedra setzt jetzt schon die Leute in Busse. Und ich habe keine Ahnung, wohin du verschwunden bist. Falls ich schon weg bin, wenn du wiederkommst, ich habe ein paar meiner Sachen im Safe gelassen. Vielleicht bin ich übervorsichtig, aber die Fedra beschlagnahmt alles Mögliche wegen der Quarantäne. Mir kommt das alles komisch vor. Die Kombination ist immer noch unser Hochzeitstag. Gut, das ist 30 Jahre her, aber du weißt doch bestimmt noch, wann das war, oder? Bis bald. Okay, hier ist irgendwo ein Safe. Und ein Hinweis auf deren Hochzeitstag. Oh, Klebeband! Hm.
Ein. Ach, hier sind wir jetzt. Alles klar. Da ist der Safe. Haben wir noch eine Spielkarte? Da, 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 da. Die 30. Jahrestag, 8.10.13. Müssen wir jetzt 30 Jahre zurückrechnen? Eigentlich ja, ne? Das wäre dann 83. 8.10.83. Achter. 10.83. Sehr schön. Ab sofort haben wir zwei. Jawohl. Den hätte man auch schon früher finden können. Habe ich in einem Let's Play gesehen. Boah, wie viel. Was ich mir mal angeguckt habe. Allerdings nie weiter, wie ich auch gespielt habe. Und zwar auf dem Weg zum Fernsehturm. Hätte man den schon finden können. Da habe ich einen Safe übersehen. Und im Supermarkt haben wir ja auch einen Safe nicht gemacht. Ah, jetzt weiß ich, wo es weitergeht. Auch Fernseher. Vorsicht, keine Mülltonnen auf Rampe. Das ist doch schon bestimmt ein Hinweis. Rutschgefahr auf Rampe. Und da ist eine Mülltonne. Müssen da oben bestimmt drauf. Da. Ich weiß zwar noch nicht wieso, weshalb, warum, aber das sieht mir ganz danach aus. Weil wenn ich uns so explizit sagen, Vorsicht mit der Rampe. Ja. Aha, okay, nur ein kleines Lootversteck. Kann ich nicht nachladen?
Also schnell wechseln, okay. Ich habe doch noch 2 Schuss, warum lädst du nicht nach? Ah, so geht Schulter wechseln. Alles klar. Er zeigt nur an, es hat noch 2 Schuss reingehen würden. Aber er lädt nicht nach. Oder Ellie lädt nicht nach, sagen wir so. Naja, egal. Wir haben das Versteck gefunden. Warum kannst du hier hoch? Ich hätte gedacht, der blaue Lumpen hier ist jetzt ein Hinweis, dass man hier hoch kann und sollte und so. Okay. Dreh dich mal. Ich habe da eine Vermutung. Ja, komm, der muss schon wieder runterrollen, Madame. Wenn wir den loslassen. Super. Da hinten passt er nicht durch. Nee. Ah ja, genau. Schnell rein zum Sprinten halten. So, großen Hammer. Das war ziemlich schlau, Ellie. Du bist auch 100% zu, oder? Jawohl. Sonst hätten wir dich nicht rausholen müssen. So, und was uns hinter dieser Mauer erwartet, das sehen wir auf YouTube in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für euer Interesse und wünsche euch alles Gute. Hier machen wir eben noch auf. Und sage Arrivederci, winke, winke und goodbye. Euer, dein Aiden Croft. Sind wir bei 53 Minuten.